So, nicht lang rumgemacht, Sonnencreme drauf, raus, das ist gut für dich. Nur Sonnenschutz. Ich persönlich gleich vorweg, ich stelle Kosmetik her, ich verkaufe die auch und wenn ich einen fantastischen Lichtschutzfaktor hätte, würde ich ihn euch jetzt einfach in die Kamera halten und sagen, den und fertig und so einfach ist es nicht. Wir forschen jetzt seit über 4 Jahren an Lichtschutzfaktor rum und Leute, das ist eine never ending Story von Qual, Schmerz, Blutschweiß und Tränen. Wo fangen wir an? Wir steigen mal richtig tief ein, damit du in Zukunft Bescheid weißt. Am Ende des Videos habe ich tatsächlich ein paar Tipps. Gleich zu Beginn der Disclaimer. Alles, was deiner Haut gut tut, alles, was dich vor der Sonne schützt, ist erstmal recht. Ein weiterer Disclaimer. Ich schaue bei diesem Video nicht nur auf die Verträglichkeit für die Haut und den vollen Breitbandschutz, damit du dich wirklich nicht verbrennst, sondern auch ein bisschen, nein, ganz doll, auf die Natur und auf die Umwelt, auf die Rettung unserer Meere und Korallenriffe. Und da wird es dann auch gleich schon schwierig, denn in Sonnencremes ist in der Regel mehr Blödsinn drin als Schönes. Und deshalb dürfen wir gemeinsam verstehen, was du dir da im Zweifel auf die Haut ballerst. Eine volle Wahrheit zwischen chemischen und mineralischen Filtern und allem dazwischen gibt's nicht. Kann ich dir auch gleich vorweg sagen. Die einen werden dir erzählen, das ist das Beste. Die anderen werden sagen, das ist das Beste. Und am Ende darfst du es wahrscheinlich einfach ausprobieren. Einige Forscher sagen auch, wir sollten 20 bis 30 Minuten am Tag völlig ungeschützt in die Sonne gehen, außer wir sind wirklich so ganz weiße Menschen. Denn dadurch bildet sich mehr Vitamin D3 in der Haut. Nach 30 Minuten gilt dann aber für alle, egal welcher Hauttyp, Sonnenschutz drauf. Wir können uns vielleicht alle darauf einigen, dass zu viel UVA und UVB-Strahlung durch die Sonne definitiv ungesund für die Haut ist. Und die Folgen davon sind schlimmer als jeder Inhaltsstoff, den wir im Moment in irgendeiner Sonnencreme finden. Sonnenbrand auf jeden Fall vermeiden. Wenn du dich also 6 bis 8 Stunden an irgendeinem wunderschönen Strand mitten in der prallen Sonne ohne Schatten aufhalten willst, dann gilt für dich, irgendein Sonnenschutz ist besser als keiner. So, und jetzt kommen wir zu den beiden großen Unterscheidungen. Es gibt nämlich da draußen einmal die Auswahl für chemischen Sonnenschutz. Das sind dann sogenannte chemische Sonnenfilter. Oder natürlichen Sonnenschutz. Klingt schon mal viel besser, oder? Nur warte. Das sind mineralische Sonnenfilter. Beide schützen gleichsam vor UVA und UVB-Strahlung. Und jetzt wird's doof. Denn chemische Filter haben den großen Nachteil, dass sie zum einen zu allergrößten Teilen unsere Korallenriffe und Anemonen da draußen im Meer richtig, richtig schädigen. Und in einigen Regionen dieser Welt sind sie deshalb auch schon komplett verboten. Das heißt, am Strand und beim Baden im Meer dürfen sie überhaupt nicht mehr verwendet werden. Dazu kommt, dass mittlerweile nicht ganz klar ist, ob einige dieser chemischen Filter tatsächlich auch, wenn sie sich dann in der Sonne, durch Wärme oder auch längere Lagerung zersetzen, krebserregend sein könnten. Und da wollen wir natürlich tunlichst die Finger davon lassen. Und die Haut auch. Dann wäre da ja der natürliche Sonnenschutz, also die mineralischen Filter. Die sind doch tipptopp, oder? Das ist meistens sehr klein gemahlenes Metall. Hä? Also eine metallische Substanz. Und die schützt zuverlässig, ist ganz natürlich. Ein bisschen so, als würden wir in die Erde greifen, uns damit einreiben. Und damit werden wir dann vor der Sonne geschützt. Na, dann holen wir uns doch alle schnell mineralischen Sonnenschutz. Nur stopp. Wenn dir dieses Video gefällt, dann schenk uns doch bitte ein Like, umarme unseren Abo-Button und aktiviere auch gleich das Glöckchen, dann verpasst du nämlich kein einziges Video mehr von uns. Der am häufigsten verwendete mineralische Sonnenschutz ist nämlich Titaniumdioxid. Und der ist seit einiger Zeit in der Diskussion da draußen. Seit 2023 ist er in Lebensmitteln verboten. Da wurde er eingesetzt, zum Beispiel um so Kaugummis voneinander zu trennen, also als Bestäuber. Da darf er überhaupt nicht mehr eingesetzt werden. Warum? Weil auch er im Verdacht steht, wenn er dann sehr klein gemahlen wurde, vor allen Dingen in Nanogröße und als Staub vorhanden ist oder Puder und so in den Körper eindringt, auch krebserregend zu sein. Mittlerweile sind sich Forscher dahingehend einig, dass wenn Titaniumdioxid in einer Creme, einem Serum, einer wässrigen Substanz auf die Haut drauf gemacht wird und keine Nanopartikelgröße hat, dann ist es unbedenklich. Nur, woher sollen wir das denn schon wieder wissen? Einige Hersteller deklarieren tatsächlich, wenn sie Titaniumdioxid als Sonnenschutz verwenden, mittlerweile auf der Packungsrückseite auch nicht Nano oder Non-Nano, dann weißt du, völlig unbedenklich. Und dann gibt's da ja noch Zink.
Zink, also das, was in so Wundheilcremes drin ist, ja genau, Zink, ist ein super Sonnenschutz, perfekt geeignet, gilt als überhaupt nicht gefährlich und riskant und es gibt nur ganz wenige Sonnenschutzprodukte mit Zink drin. Als ich gegoogelt habe, bin ich fast wahnsinnig geworden. Am Ende des Videos zeige ich dir ein paar Beispiele dafür, die auch wohl ganz gut funktionieren, denn ein Hauptproblem bei der Zinkverarbeitung ist, dass es klumpt. Und dass es sehr weiß aussieht auf der Haut und dass Menschen eben rumlaufen wie lebende Marshmallows, wenn sie sich mit Zink einreiben. Auch da finden Hersteller im Moment zunehmend Lösungen dafür. Fakt ist, das Auftragen eines Zink-Sonnenschutzes wird in der Regel etwas länger dauern als die anderen und am Anfang zumindest etwas weißer aussehen als alles, was es sonst so auf dem Markt gibt. Und dann gibt es noch einen Punkt bei diesen natürlichen mineralischen Lichtschutzfaktoren. Im Moment bekommen Hersteller die nur ganz, ganz schwierig höher als 30. Du kennst dich ja vielleicht ein bisschen aus. Je höher dieser Lichtschutzfaktorwert ist, desto länger darfst du eingecremt in der Sonne bleiben. Bei einem 30er Lichtschutzfaktor bedeutet es 30 mal so lange, wie du normalerweise ohne dich zu verbrennen in der Sonne bleiben könntest, Hauttyp abhängig. Wenn also jemand normalerweise 20 Minuten in der Sonne bleiben könnte, ohne sich zu verbrennen, wäre das dann 30 mal so lange. Es gibt auch Lichtschutzfaktor 50, das erhöht sich dann entsprechend und so weiter. Also eine Matheaufgabe. So, und höher als 30 bei mineralischem Lichtschutzfaktor? Was tun wir jetzt also? Wenn du jetzt so wie ich ein überzeugter Clean Cosmetic Verfechter bist, dann hast du bei den Sonnenschutzcremes, die es im Moment da draußen gibt, und zwar egal für an den Strand, am Körper, im Gesicht, für den Alltag, immer irgendwie so ein bisschen die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Wenn du dann zum Beispiel googelst und eingibst ohne Titaniumdioxid, dann werden dir hauptsächlich chemische Filter angezeigt. Und wenn du googelst nach mineralischer Filter, dann bekommst du sehr viele Produkte, in denen nach wie vor Titaniumdioxid drin enthalten ist und bei Zink, ja. Da gibt's dann... Übrigens für alle, denen sich jetzt schon der Kopf dreht und die denken, boah, wenn das so schwer ist, dann bleibe ich einfach den Sommer über drin. Warte. Wie ich am Anfang des Videos bereits sagte, kauf dir einfach irgendeinen und wenn vorne drauf steht korallenrifffreundlich, hast du schon 100 Meter gemacht. Und wenn du es nur im Sommerurlaub oder über die ganz heißen Monate verwendest, wenn du rausgehst, wenn du dich wirklich in der Sonne aufhältst, ist das in Ordnung. Hauptsache, du reagierst nicht allergisch drauf. Deine Ansprüche sind allerdings höher? Okay, dann gehen wir jetzt mal wirklich in medias res. Was gibt's denn da draußen für Produkte, die du ohne schlechtes Gewissen, ohne eine Sünde zu begehen an deinem Körper, deiner Haut, deinem Innenleben und vor allen Dingen auch an der Natur verwenden kannst? Und ich sag gleich dazu, Wissensstand heute. Was ich entdeckt habe, ist für die ganz harten, das ist so eine Surfermarke aus Australien, die gibt es auch in Deutschland. Das ist wirklich eine reine Zinkpaste. Die schützt auch tatsächlich schön mit einem 30er Lichtschutzfaktor vor der Sonne. Auch gerade wenn du baden gehst, die ist wasserfest. Es sind nur natürliche Inhaltsstoffe drin. Ist von Suntribe, ist die Bio-Zink-Sonnencreme. Du hast auch ausschließlich Zink als Lichtschutzfaktormaterial. Tipptopp. Es ist allerdings wirklich eine Paste. Also da darfst du richtig schmieren, machst dir so eine Art Schicht auf der Haut und die ist auch am Anfang einfach weiß. Und zwar nicht ein bisschen weiß, so halbtransparent weiß, sondern weiß. Wird besser, je länger du sie trägst, habe ich rausgefunden. Nur am Anfang darfst du echt keine Hemmungen haben, dich dann am Pool vom 5-Sterne-Spa ein bisschen zum Brot zu machen. Sehr viel angenehmer im Auftrageverhalten und auch in diesem Weißeln ist die I+M Naturkosmetik Berlin Sonnencreme Lichtschutzfaktor 30. Die lässt sich sehr schön auftragen, zieht dann auch schön ein, ist wasserfest, Lichtschutzfaktor 30 und leider, parfümiert. Mir macht das nichts aus. Es ist eine Naturkosmetik, das heißt, der Duft ist natürlich. Nur wer eben generell allergisch ist gegen Duftstoffe, kann da leider nicht mit cremen. Günstig und gut, habe ich gefunden, gibt es laut Internet sogar bei DM. Ich habe sie da noch nicht gesehen. Die kommt von Das Boeb oder Das Böb. 12,95 Euro und Achtung, das ist ein 50er Zink-Sonnenschutz. Ich habe mir die Inki angeguckt, sieht insgesamt gut aus, scheint mit einem zusätzlichen chemischen Filter versetzt zu sein, der allerdings Forschung neuester Stand ist und definitiv korallenrifffreundlich. Die ist für Babys, Kleinkinder, Erwachsene, also die ganze Familie super geeignet und im Vergleich zu vielen anderen Zink- und natürlichen Sonnenschutzcremes eben auch relativ erschwinglich. Und für alle, die auch
tagsüber im Alltag gerne gerade auch im Gesicht einen Sonnenschutz tragen möchten, habe ich von NKM die pigmentierte Sonnenschutzcreme gefunden. Das ist eine getönte Tagescreme und die ist etwas eigenwillig. Wie gesagt, ist eben auch ein reiner Zinkschutz mit einem Lichtschutzfaktor 30. Beim Auftragen etwas, wie soll ich es beschreiben? Pastos. Etwas cremiger auch tatsächlich. Allerdings, wenn sie dann mal drauf ist und sitzt, du brauchst nur ganz wenig, dann wird sie weicher, dann zieht sie auch schön ein, hinterlässt nicht so ein Filmgefühl und du kannst dich auch noch wunderbar oben drüber schminken. Die gibt es in ganz neutral und dann drei verschiedenen Dunkelungsabstufungen. Da wäre ich sehr vorsichtig beim Einkaufen. Die Farben sind über das Zink drüber gegeben und nicht vergleichbar mit einer normalen getönten Tagescreme oder Make-up. Die helle Variante ist wirklich sehr, sehr hell. Die mittlere geht so ein bisschen ins Rötliche vom Unterton und die ganz dunkle ist eben wirklich, wirklich dunkel. Vielleicht mischst du auch zwei davon, keine Ahnung. Ich habe die mittlere ausprobiert, die war ein bisschen dunkel für meinen jetzigen Hautfarbton. Ist allerdings so fürs Rausgehen und Fahrradfahren und so weiter jetzt tipptopp. Und wenn ich dann ein bisschen Farbe aufgebaut habe, wird es wahrscheinlich gar nicht mehr zu sehen sein. Ja, und dann habe ich noch einen Riesenfund gemacht. Da bin ich ganz gespannt. Das ist die R&R Sun Serum Cream. Die ist aus den Vereinigten Staaten. Hier ist so die allerneueste Forschung drin, was Zink- und Sonnenschutztechnologie angeht. Ich habe tatsächlich beim Studieren der Inhaltsstoffe, also der Inki-Liste, die hier versteckt ist, nichts Bedenkliches gefunden. Ich habe auch alle Stoffe, die ich auf Anhieb nicht einordnen konnte, mal durchgesehen. Die schüttelst du vorher. Es ist ein reiner Zink-Sonnenschutz und dazu auch noch getönt. Und ein Serum, also tatsächlich ganz flüssig. Siehst du? Das heißt, die lässt sich sehr, sehr leicht verteilen, deckt so ein kleines bisschen ab, zieht dann ganz schnell in die Haut ein. Ich gebe drunter noch eine Tagescreme, weil es mir ein bisschen zu wenig ist von der Pflege. Nur sie färbt so ein bisschen, passt sich dann schön an den Hautton an, gibt so einen Sonnenglow und du schützt dich hier mit einem SPF 50. Das Problem hier dran ist, es gibt sie noch nicht in Deutschland und das Shipping kostet echt viel Geld für das kleine Fläschchen. All die Produkte, die ich dir vorgestellt habe, verlinke ich dir selbstverständlich in der Caption sowie auch alle Quellen, die ich bemüht habe, um dir generell eine Auskunft zu geben. Wenn du Fragen hast, post in die Caption, mein Team und ich, wir gucken rein und beantworten alles.